Aufgabe B2.3. Die Punkte F und G sind zusammen mit dem Eckpunkt E, Element AS, die Eckpunkte des Dreiecks EFG. Wobei gilt, die Strecke ER muss parallel zu AM liegen. Zeichnen Sie das Dreieck EFG in das Schrägbild zu 2.1 ein und ermitteln Sie sodann rechnerisch den prozentualen Anteil des Volumens der Pyramide EFGS am Volumen der Pyramide ABCDS. Wir müssen erst die Strecke ER einzeichnen. ER liegt parallel zu AM. Ergibt also hier einen Schnittpunkt mit der Strecke AS und dort liegt der Punkt nicht A, sondern E. Verbinden wir noch die Punkte miteinander. So, weiter heißt es, ermitteln Sie rechnerisch den prozentualen Anteil des Volumens der Pyramide EFGS, also dieser kleinen, am Volumen der Pyramide ABDS, dieser Teil Pyramide, genau. Um das Volumen zu ermitteln, schauen wir in der Formelsammlung nach, wie die Volumenformel einer Pyramide ist. Und da kommen wir auf ein Drittel mal Grundseite mal die Höhe. Das heißt, wir müssen zuerst die Grundseite berechnen und die Grundseite der Pyramide EFGS besteht aus einem Dreieck. Brauchen wir wieder die Flächenformel von Dreiecken. Und die wäre zum Beispiel 1/2 mal Grundseite mal Höhe des Dreiecks. Noch dazu schreiben, dass wir jetzt im Dreieck EFG sind. So, die Grundseite verwenden wir einfach die Strecke FG, die uns ja bekannt ist. Die Höhe liegt senkrecht darauf, ist also nichts anderes als die Strecke ER. Diese Länge müssen wir noch berechnen. Auch das wäre jetzt wieder möglich mit Hilfe vom Tangens im Dreieck AMS oben den Winkel ASM zu berechnen und dann wiederum mit Hilfe des Tangens im Dreieck ERS die Strecke ER zu berechnen. Mit Tangens ist gleich Tangens des Winkels ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. RS ist ja 4,5 cm. Aber auch das geht wieder mit dem Vierstreckensatz. Wenn wir uns das wieder angucken, ER ist die kleine Seite, AM ist die große Seite und liegt parallel dazu. Und wir haben ja die Strecke RS als kleine Seite und MS als große Seite. Also folgt daraus wieder, die kleine Seite AS verhält sich wie die große Seite AM, wie die kleine Seite RS zur großen Seite MS. Setzen wir wieder die Zahlen ein. ER ist gleich 4 cm, ER durch 4 cm ist gleich 4,5 cm durch 6 cm. Einmal umgeformt erhalten wir 4,5 cm geteilt durch 6 cm mal 4 cm und das entspricht einer Länge von 3 cm. Damit ist die Strecke ER bekannt und
Wir können die Grundfläche berechnen. Also Grundfläche EFG ist gleich 1/2 mal FG mal ER. FG haben wir oben berechnet, hat eine Länge von 6 cm. EA hatten wir mit 3 cm, sind also 9 Quadratzentimeter. Zum Schluss dieser kleinen Pyramide noch das Volumen berechnen. Also 1/3 mal die Grundfläche waren 9 Quadratzentimeter mal die Höhe ist die Strecke von R nach S. Das waren die 4,5 cm. Und das gibt dann eine Höhe von 13,5 Kubikzentimeter, ein Volumen von 13,5 Kubikzentimeter. Genau das gleiche machen wir jetzt für die Pyramide A, B, D, S. Wir berechnen zuerst die Grundfläche. Das Schöne ist, die Grundseite BD ist gegeben und dann die Höhe der Grundfläche mit AM ist auch schon gegeben. Und die Höhe der Pyramide mit MS kennen wir auch schon. Also folgt daraus, Volumen der Pyramide ABDS ist gleich 1/3 mal. Die Grundfläche lässt sich berechnen aus 1/2 mal die Strecke BD, das waren 8 cm, mal die Höhe dieses Dreiecks AM. Wäre es in diesem Fall also 4 cm mal die Höhe der Pyramide ist nichts anderes als MS und das waren 6 cm. Rechnen wir aus und kommen damit auf ein Volumen von 32 Kubikzentimetern. Jetzt gilt es noch den prozentualen Anteil zu berechnen. Die 32 Kubikzentimeter entsprechen also 100%. Die 13,5 Kubikzentimeter entsprechen x%. Damit lässt sich dann zusammenfassen. X lässt sich berechnen aus 100 mal 13,5 geteilt durch 32 und das ergibt einen Wert von 42% gerundet. In diesem Fall sogar 42,19. Da wir auf zwei Stellen nach dem Komma runden müssen.